Und da hat Lukas den oder die passende Gesprächspartner. Miklas Born ist nämlich bei uns in der Boxengasse. Der ist vorhin ausgestiegen aus dem besagten Schnitzel Alm Alto mit der Nummer 2. Da müssen wir Miklas erstmal dieses kleine Hoppala noch in der passenderweise AMG-Arena aufklären. Was war da? Ja, ich weiß nicht. Es war plötzlich viel rutschiger, als ich gedacht hatte. Ich habe zwar die TC angepasst, aber irgendwie scheint es nicht genug gewesen zu sein. Aber ich glaube, es hat nicht viel Zeit gekostet und unser Auto fährt noch und ist noch in einem Stück. Von dem her ist alles gut. Das ist die Hauptsache, gerade natürlich jetzt bei den 12 Stunden. Du bist noch relativ neu auf der Nürburgring-Nordschleife. Das ist hier natürlich auch was Besonderes, wie oft sich das Wetter in einer einzigen Runde ändern kann, oder? Ja, ist natürlich das typische Eifelwetter. Für mich, eben mit noch nicht so viel Erfahrung, ist es natürlich recht schwer, gerade die Witterverhältnisse und so alles zu verstehen und auch zu merken, wie viel Grip da ist und so. Und die grüne Hölle, die verzeiht ja auch nicht viele Fehler. Von dem her war ich eher auf der vorsichtigen Seite. Jetzt hat ja dieses ganze Reifenwechselthema auch die Strategie ein bisschen durcheinander gebracht. Guckt ihr schon auf das Thema Rennende heute Abend? Das ist ja auch die Frage. Wann tanke ich vorher nochmal? Mit wie viel Sprit fahre ich morgen weiter? Und so weiter. Ja, ich glaube, unser Team hat sich bestimmt darüber Gedanken gemacht. Das ist nicht wirklich meine Entscheidung. Und wir haben auch die Leute, die wirklich Ahnung haben, was sie machen. Und ich bin mehr fürs Fahren dann zuständig. Aber du kennst diese Situation ja unter anderem aus der Creventic 24-Stunden-Serie. Da hast du mit Autorama, mit dem VW Golf, dem Schweizer Team erfolgreich teilgenommen. Da haben wir eine ganz ähnliche Situation, dass ich bei diesen unterbrochenen Rennen gucken muss, wie positioniere ich und wie mache ich weiter. Ja, genau, das wird auch heute ein Thema sein. Ich glaube, was bestimmt gut wäre, wenn man kurz vor Rennende nochmal volltankt. Das hilft natürlich für morgen. Dann muss man aber auch schauen, welche Reifen macht man für morgen drauf. Muss man ein bisschen den Wetterbericht anschauen. Und das Ganze ist nicht so einfach, aber wir müssen dann als Team zusammen eine Entscheidung treffen. Und ich bin mir sicher, dass wir da was Gutes hinkriegen. Und dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu eurem generellen Programm. Du hast ja gerade gesagt, Erfahrung fehlt noch ein bisschen hier auf der Strecke. Fahrt ihr die Saison in der Konstellation zu Ende oder wie ist der Plan für euch dieses Jahr? Ich weiß nicht ganz, was der Plan ist. Wir sind ein bisschen am Planen natürlich, aber ich kann momentan noch nichts darüber sagen. Miklas Born, schönen Dank. Danke. Ja, zwischendurch kam dann die